Dresden gegen Kiel, ein Duell auf Augenhöhe. Beide Teams ließen es richtig krachen, Emotionen pur. Doch am Ende kann nur einer jubeln. Die Dresden Monarchs gewinnen auch die zweite Schlacht gegen Kiel. Wie schon im Hinspiel vor einer Woche fiel die Entscheidung in den letzten Minuten. Damit steht fest, auch in den Playoffs haben die Dresden Monarchs zunächst ein Heimspiel! 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 Das war das gleiche wie vergangene Woche. Grundsätzlich ist es nun einmal so, wer den Ball hat, der kann Punkte erzielen und das Spiel für sich entscheiden. Das war in der Schlussphase unser Vorteil. Ich bin unglaublich froh, dass wir zum zweiten Mal in Folge gewonnen haben. Ein Sieg für die Playoffs und ein historischer Moment für den Verein. Zum ersten Mal erreichen die Dresden Monarchs ein Playoff-Heimspiel. Dass dies ausgerechnet gegen Kiel klappte, ist das Salz in der Suppe. Eine gesunde Portion Rivalität zeichnet die Duelle zwischen den Monarchs und den Hurricanes seit Jahren aus. Meist mit dem besseren Ende für die Norddeutschen, die auch diesmal vorlegten. Mit einem spektakulären 66-Yard-Run eröffnete Quarterback Matt Johnson die Punktejagd im Heinz Field. Doch Dresden kontert mit Trevon Deed. Der Monarchs Turbo zündet auch gegen seinen alten Verein und räumt ab. Vielleicht spielentscheidend diese Szene. Kurz vor der Halbzeit stoppt Deed Kiels Quarterback Johnson kompromisslos. Für den Spielmacher der Cans war der Nachmittag gelaufen, bevor er erst richtig begann. Wir haben ihn getroffen heute mal. Ne? Am Anfang hat er uns ja mit beiden Läufen wirklich mächtig unter Druck gesetzt, auch den Touchdown erzielt. Trevor, glaube ich, hat ihn dann als Cornerback getroffen am Knie. Das ist Teil des Spiels, das hat uns geholfen. Die Monarchs nach der Halbzeit oben auf. Deed mit dem nächsten Touchdown. Und dass es die Königlichen auch mit langen Bällen können, zeigen sie jetzt. Welsh auf Hülgenfeld und es schlägt wieder ein. Touchdown für Dresden und die rund 2500 Fans sind aus dem Häuschen. Football ist ein Spiel von Momentum. Ja, wir haben Play gemacht, dann war das Momentum auf unserer Seite, dann hat Kiel uns gestoppt. Ja, es war ein knappes Spiel, aber im Endeffekt bin ich sehr froh, auch aufs Team, sehr stolz, dass wir den Sieg noch nach Hause geholt haben und ein Heimspiel errungen haben. Dass es am Ende noch einmal richtig knapp wird, spricht für die Stärke der Hurricanes. Ersatzquarterback Cameron Smith mit der Nummer 5 hat im letzten Quarter immer eine gute Idee. Zweimal hintereinander punkten die Kieler. Die Monarchs-Führung schmilzt auf einen Punkt, nur noch 21-20. Doch die Königlichen haben die Lebensversicherung in diesem Jahr auf ihrer Seite. Trevor Deed mit dem umjubelten finalen Touchdown, der jedoch zur Verwunderung vieler nicht zählt. Die Football-Fibel kennt die Antwort. Es ist in unserer Liga nicht erlaubt, dass man sich sozusagen, wenn man unbedrängt in die Endzone mit dem Ball geht, dass man sich feiert. Ja, das hatte Trevor natürlich mit diesem Gehen in die Endzone getan. Das ist okay, das wissen wir, dafür gibt es 15 Jahre, muss man das. Am Ende war es günstig, da konnten wir noch mal Zeit von der Uhr nehmen dann mit dem nächsten Spielzug oder mit den nächsten Spielzügen. Deed drückt einfach den Replay-Knopf. Regelkonform läuft Mr. Touchdown ein zweites Mal in des Gegners Endzone. 28-20, der Hurricane zieht ab und hinterlässt in Dresden ein Playoff-Heimspiel. Wir wissen natürlich, dass der zweite Platz eine andere Ausgangsposition ist. In den vergangenen Jahren sind wir immer bloß Dritter geworden oder Vierter und mussten dann als Dritter immer über den stärksten Gegner, der dann meistens auch im Finale stand und dann auswärts. Also das war Kiel 2010, 2012 so. Jetzt wird Kiel das blühen dieses Jahr. Deshalb war das heute so ein verbitterter Kampf natürlich, weil Kiel erstens aus wirtschaftlichen Gründen natürlich auch mit einem Halbfinale oder mit einem Heimspiel geplant hat. Zweitens natürlich ganz genau weiß, dass er vor wenigen Wochen noch eine Klatsche gegen die Braunschweig Lions gefressen haben und jetzt ihnen dann auch im Halbfinale Braunschweig blühen wird. Und siehe da, für die Dresden Monarchs ist jetzt auf einmal alles möglich. Weil Braunschweig gegen die Berlin Adler verliert, können die Monarchs sogar noch Tabellenführer werden. Fakt ist, Dresden steht vor den spannendsten Footballwochen der letzten Jahre.